Wo hast du überhaupt Serien, wo überhaupt so eine Trans-Girl-Romance erzählt wird, ja, ohne dass es direkt darum geht, so, ach, das Leiden der Transfrau und ach, es geht so schlecht und die Transition und wie gehen die Eltern damit um? Das ist völlig irrelevant. Gute Frage. Wo sind denn nun die ganzen Serien und Filme mit Trans-Identitäten? I guess we'll never know. Kurze Antwort, Gazelle. In jedem Film und in jeder Serie heutzutage werden Trans-Personen repräsentiert. Wir haben doch nur noch Serien voll davon mit Queerness, Regenbogen und allem drum und dran. Frag mich bitte nicht nochmal, wo die sind. Übrigens habe ich dazu auch ein Video gemacht. Hier.